Hey Deep Connectors, da ist wieder mal Janosch und das Video da geht es um eine Zuschauerfrage. Und zwar kommt die Zuschauerfrage von Michel. Michel ist 15, der jüngste Zuschauer, der mir geschrieben hat. Und seine Frage ist, wie kann man eigentlich ein Mädchen am besten nach einem Treffen fragen? Oder wie kann man eine Frau nach einem Treffen fragen? Wenn du das Gefühl hast, dass es immer schief läuft, dass dich keine Frau wieder gesehen wird, wenn du die Nummer getauscht hast, dann hast du vielleicht einen von diesen drei grössten Fehlern, die ich immer wieder feststelle bei Coaching-Teilnehmern und auch früher, vor allem bei mir, hast du vielleicht einen von diesen Fehlern gemacht. Tipp Nummer 1. Du möglichst on point mit ihr abmachen. Das heisst, wenn du sie kennengelernt hast, wenn du sie das erste Mal, wenn du sie angesprochen hast, kennengelernt hast, dann mach möglichst bald wieder mit ihr ab. Warum? Weil ja, ihr kennt euch noch nicht wirklich. Und wenn das irgendwie 3 Wochen, 4 Wochen entfernt ist, dann wird sie dich wahrscheinlich auch ziemlich schnell wieder vergessen. Vor allem, wenn ihr nur kurz miteinander geredet habt. Also du möglichst bald anmachen, weil das ist das, was eben die meisten falsch machen, dass sie immer hin und her schreiben und das bringt nichts. Triff sie möglichst bald. Tipp Nummer 2 ist, wenn du sie kurz kennengelernt hast, dann mach etwas Simples beim ersten Date. Geh einfach in einen Kaffee. Gebt euch einfach ein bisschen Zeit und lernt euch ein bisschen besser kennen. Das soll nichts spektakulär sein. Wenn ihr aber schon länger miteinander geredet habt, wenn ihr vielleicht eine halbe Stunde miteinander geredet habt, vielleicht eine Stunde, vielleicht sogar einen ganzen Nachmittag, einen ganzen Tag, dann ist natürlich klar, dann habt ihr auch ganz viel voneinander schon erfahren. Und das ist eigentlich keine verschwendete Zeit, wenn ihr ein erstes Date habt. Dann Tipp Nummer 3 ist eigentlich grundsätzlich, solltest du dich fragen, wenn du die Frau kennenlernst und sie fragt eigentlich gar nie Sachen zurück. Das zieht sich nicht wirklich für dich, sondern sie ist einfach nur freundlich und gibt dir einfach Antwort auf deine Fragen, dann solltest du das vielleicht ganz vermeiden. Also schau, wenn sie natürlich Fragen zurückstellt, ja was, was machst denn du so im Leben, was erzähl mir mehr, das ist ja sehr spannend, dann ist es ziemlich klar, okay, sie findet dich auch interessant. So, das war es vom heutigen Video. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Du musst doch bitte liken, teilen. Ihr kennt ja das ganze Programm. Und mich nicht zu wundern, welcher von diesen Tipps hat euch was hat dir am meisten jetzt gebracht? Welcher von diesen Tipps, Tipp Nummer 1, 2 oder 3? Schreib es doch mal in die Kommentare rein, und warum das dir etwas gebracht hat. Oder vielleicht auch, ob ich etwas vergessen habe, etwas, was wichtig gewesen wäre, sonst noch zu erwähnen. So, das war es. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Mach's gut.